Willkommen zurück zu Baba is You. Beim letzten Mal haben wir den Raketenflug geschafft, beendet, absolviert, was auch immer. Und als nächstes geht es dann weiter in Welt 7, den Blumengarten. Ich bin gespannt, was für Rätsel auf uns hier zukommen werden. Ich sehe auf jeden Fall schon ganz viel Wald und Rosen. Okay, ich glaube, Rosen hatten wir noch nicht. Bin mir gerade nicht sicher. Hoffen wir diese blauen Blüten da hatten wir auch noch nicht gehabt. Welt erinnert mich aber an irgendeine andere Welt. Ich glaube hier an diese andere Waldwelt da hinten. Die sieht ja ähnlich aus. Aber ja, bestimmt wird sie ganz anders her sein. Vor allem auch vor der Schwierigkeit. Bedingung ist das nämlich das erste Level. Und ja, ich hoffe, ich schlag mich heute gut. Wir sind Keke, okay? Keke on grass is defeat. On grass vor allem. On ist neu. On ist ja auf. Keke on grass ist ja Keke auf dem Gras, auf dem Rasen. Key steht einfach nur rum. Keke ist Keke, wall is stop, keys open and push, grass and key is not you. Also wir können weder grass oder key sein. Door is stop and shut, flag is win. Okay. Also das kann ich da durchschieben. Jetzt haben wir das Problem, dass ich damit nichts mehr anfangen kann. Gar nichts mehr anfangen kann. Wir haben hier Key. Und irgendwie muss ich es schaffen, hier drauf zu latschen, damit ich durch die Tür kann mit irgendeinem Key. Vielleicht bin ich ja Key. Ah, ich kann. Nee, ich kann nicht Key sein. Ich will sagen. Grass und Key kann ich nicht sein. Kiki on Key? Kiki? Warte, jetzt will ich nicht mehr defeat, ne? Doch? Achso, weil da doch steht, Grass is defeat. Kiki on grass is key? Nee, weil Kiki ist Keke. Aber jetzt können wir durchlatschen. Okay, jetzt brauchen wir aber noch einen Key. Wie kriegen wir einen Key? Könnten wir nicht einfach grass is key machen? Ja. Dauert, glaube ich, nur ein bisschen das Ganze aufzuräumen. Aber ich sehe jetzt tatsächlich keinen Grund, warum das jetzt hier nicht als Lösung zählen dürfte. Ne? Ach doch, weil ich da nicht durch kann. Ich komme da jetzt nicht durch. Oder was ist, wenn ich mache Grass is on key? Oder sowas? Machen wir erstmal weg hier. Grass is on key. Gras ist auf dem Key. Oder Key is on grass? Grass is on key. Nee, das funktioniert gar nicht. Hm? Man kann entweder is oder on machen. Grass on key? Macht das Sinn? Ich muss erstmal herausfinden, wie on überhaupt funktioniert. Nee, das macht keinen Sinn scheinbar. Okay. You. Grass on you. Key on you? Macht das Sinn? Key on you? So? Nein, warum nicht? Warum denn aber nicht? Was ist, wenn ich es hier rüber schiebe? Macht das einen Unterschied? Weil jetzt habe ich das ja Issue direkt hier vorne. Ich weiß nicht. Das muss doch irgendwas zu bedeuten, auch zu bedeuten haben, dass da so ein Loch ist dazwischen, oder? Unten? Im Gras? Defeat. Der erste Defeat kann ja eigentlich gar nicht wirklich hilfreich sein, oder? Keke. On key? Er ist on key, er ist auf der Note drauf. Nee. Hm. What? Keke ist defeat. Ich defeate mich selbst. Also es funktioniert. Helfen tut mir das nicht. Was habe ich noch nicht considered? Was fehlt mir denn? Was habe ich noch nicht gemacht? Ne, gehen schon die Optionen aus. Ich glaube, man merkt es. Aber dieses On verstehe ich noch nicht ganz. Was kann ich denn alles mit dem On machen? Hm? Nur Defeat? Ne, auch nicht. Hä? Key? Key?
ist. Und Grass? Nee. Key. Oh, wait. Key? Nee, Keke on Grass ist Key? Ups, das wollte ich jetzt nicht. Das könnte aber funktionieren, oder? Aber Keke ist, das steht dazu. Na gut. Grass is you! Nein, warum nicht? Aber warum nicht? Ach so, weil da rechts steht Grass and Key is not you. Wir haben natürlich wieder an alles gedacht. Ich natürlich aber nicht, weil ich denke an gar nichts. Ich denke nicht. Keine Ahnung. Ich habe schon wieder das Gefühl, ich habe alles ausprobiert. Ich weiß nicht, ob das irgendeinen Unterschied macht, ob ich das nach links oder rechts schiebe. Ich habe keine Ahnung, was ich mit diesem zweiten Keke machen soll. Ist bestimmt wieder super wichtig, aber ich habe absolut keine Ahnung. Weil da unten habe ich doch auch eins. Ich kann es einfach damit verbinden, wenn ich überhaupt irgendwas hätte. On ist halt komplett neu, aber selbst dann habe ich das Gefühl, ich habe alles ausprobiert. Und Grass und Key, naja, rechts steht so viel von Verbot mit Grass und Verbot mit Key, dass ich das Gefühl habe, ich darf gar nichts an beiden benutzen und... Keine Ahnung, ich schau nach. Hä? Was zum... Also, Grass? On? Ups. On Keke ist Key? Wo macht der denn da den Unterschied? Jetzt spawne ich Keys, wenn ich auf Gras latsche. Warum? Und deshalb ist ja auch das Loch, damit man da das schieben kann. Keine Ahnung. Ich verstehe es nicht ganz, aber... Das wird bestimmt schon sein machen. Naja, egal. Dickicht wie mein Kopf. Hihi. Haha, was so? Moon? Make? Flag? Wir haben zwei neue Sachen. Moon, also der Mond, und Make, also machen. Macher. Moon, make Flag. Flag is open. Hatches stop, Flag is you, wir sind die Flag. Und Baba killt uns? Und um rechts steht noch Grass is shot. And, keine Ahnung, Baba ist defeat. Aber man kann das scheinbar... Moon. Was ist denn Moon? Make. Huh? Warum? Warte, ich will mal nicht off open sein. Genau. Okay, wait. Also das hier kann ich schieben. Aber dann komme ich da nicht mehr durch. Baba ist aber Win. Der Baba ist der Baba. Da muss ich irgendwelche Sachen hier rausschieben. Das kann Baba selber aber nicht schieben. Grass is shut and defeat. Ich überleg gerade, nee. Mach das. Was ist Moon? Und das bleibt aber hier oben stuck. Anders kriege ich die Sachen nicht raus. Nee, das macht keinen Sinn. Das macht überhaupt keinen Sinn. Hä? Was? So einen Raum wie diesen hier hatten wir noch nie. Und der ist übel verwirrend, Mann. What the hell? Moon, make flag. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ja, wenn ich hier gucke. Moon, make flag. Spiel ist ja auf Deutsch. Also mehr als das kriege ich hier nicht gesagt. Ja, Tutorial dafür kriegen wir natürlich auch nicht. Muss ich einfach selber rausfinden. Okay, Spiel. Alles klar. Was ist, wenn ich Moon is open mache? Wer ist Moon und warum ist er open? Ja, nee, doch, keine Ahnung. Also das muss nach unten geschoben werden und dann muss ich es irgendwie wieder rausschaffen.
Also sorry Leute, aber ich bin jetzt schon stuck. Aber kann man es mir übel nehmen? Ich finde nicht. Ich meine, was soll ich denn jetzt hier bitte mit den Sachen anfangen? Open. Open Sesame. Hä? Das Einzige, was ich jetzt noch als Idee hätte, wäre hier oben was machen mit Open. Und ist und dann... Keine Ahnung, ich weiß auch nicht, was Make macht. Was macht Make? Make der mir dann ein Like? Was Make der mir? Was nehme ich? Nimm mal Flag. Ah ne, das killt mich dann direkt. Dann muss ich was anderes nehmen. Dann. Keine Ahnung, Moon? Wir haben hier keinen Mond. Wo ist hier ein Mond? Nirgends, richtig. Das hilft nicht, nein? Hä? Was? Hä? Warte, was? Wenn ich es andersrum mache, passiert was. Flag, make, moon. Jetzt hinterlasse ich Monde. Was? Okay. Und jetzt kann ich die wahrscheinlich umwandeln, ne? Ne, oder? Flag. Ne, Moon ist Flag, aber leider habe ich das ist da jetzt in der Ecke geschlammt. Was passt noch? Das sollte noch funktionieren. Ja, das funktioniert. Jetzt habe ich ganz viele Flags. Aber ich sollte sie vielleicht alle in einen Spot bringen. Das aber, glaube ich, Rätselslösung, oder? Zack. Tatsache. Okay. Eigentlich doch einfacher als gedacht, aber ich hab's halt nicht gecheckt. Was soll's? Sortierabteilung. Oh Gott, was wird denn hier sortiert? Pokémon-Karten oder was? Immer schön nach der Reihenfolge. Pokédex. Flag is win. Door is shut and stop. Key is open and push. Rock is push. Belt is push. Zauber haben wir Shift. Hier unten haben wir on. Wall is stop. Bubba is your rock. On. Water is key. Also wenn wir den Stein aufs Wasser bekommen, spawnt ein Key. Und links brauchen wir den Key. Das nenne ich mal ein Rätsel, du, weil... Das wirkt sehr kompliziert mal wieder. Nee, das ist der Push, ist es richtig. Belt ist on. Belt soll nicht Push sein, Belt soll on sein. Nein? Oder warte mal. Rock is on belt. Man kann ihn nicht nebeneinander benutzen. Nee, dann verstehe ich on irgendwie nicht so ganz. Shift. Da oben ist Shift. Belt is Shift. Schätze ich. Ja. Rock is push. Wee, 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 wee. Ja, blöd gelaufen, Kumpel. Blöd gelaufen. Aber Belt ist ein Push jetzt gerade. Aber ich kann nichts pushen. Es geht nicht. What am I missing? Was übersehe ich hier? Rocket Shift? Macht das mehr Sinn? Rock ist Push. Geht das dann noch? Oder ist das dann kaputt? Das ist dann Error. Nee, ist es nicht. Ja gut. Hä? Oh. Ob das jetzt gut ist? Nee, oder? Wait. Nee. Hm? Was? Aber mittlerweile ist dieses Display wirklich gar nicht mehr mit irgendwas zu tun, mit ob ich das hier schaffen kann, sondern wie lange brauche ich, bis ich aufgehe, um nachzuschauen. Das ist mittlerweile das Display, aber hey. Solange es unterhaltsam ist, ist doch alles tutti frutti. Nur ich verstehe das halt wirklich nicht. Warte, ich habe doch On. Mit On muss ich doch bestimmt irgendwas noch machen.
Und Is und On kann ich nicht nebeneinander verwenden. Das hat nicht geklappt. Rock, On, Belt, Is, Shift? Macht das Sinn? Ich finde, das macht sogar Sinn. Warte. Rock, On, Belt, Is, Shift. Das heißt, das shiftet nicht, nur wenn der Stein da drauf ist. Und wenn wir Stein Push machen, dann können wir ihn da drauf legen. Nein, das war falsch. Warum ist es falsch? Rock ist Push. Ja, wer muss doch Push... Wie habe ich das denn vorhin gemacht, dass der Stein da drauf war und er alleine da drüber gegangen ist? Wie habe ich das denn gemacht? Das war aber richtig. Ich glaube, ich bin da an etwas dran. Wieso geht das nicht? Jetzt. Oder? Rock. On. On. Belt. Is. Shift. Warum... Belt on Rock? Ich weiß es nicht. Ich schau mal hier zurück und versuch's nochmal. Belt on Rock is Shift. Warum funktioniert's so rum? Jetzt mal ohne Witz. Dieses Belt. Da steht ja Belt on Rock. Aber es ist andersrum. Der Stein ist doch offensichtlich in der Textur drüber. Also müsste es andersrum noch mehr Sinn machen. Genau, jetzt kann ich einfach durchlaufen. Genau. Jetzt muss ich noch es Push machen. Also Rock ist Push natürlich. So. Jetzt haben wir einen Key. Der ist Push. Okay, wunderbar. Okay. Wow, ich habe nicht nachgeschaut. Ey! Ich habe mal ein Level nicht nachgeschaut. Boah, Fortschritt, let's go! Boah, da brauche ich erstmal ein bisschen Entspannungs. Keine Ahnung, da fehlt irgendwas. Hedge is stop, Baba is you, Belt is shift, Water is sink, Text is float, Keke on rock is weak. Hm? Da oben ist ein unfertiges Flag is win im Wasser. Rock is push, Keke on text. Keke on text, bitte. Bitte bleib am Text. Danke, danke, Keke. Also wir wollen durchs Wasser kommen. Mehrmals. Irgendwas mit Keke müssen wir tun. Aber wir haben nicht einmal Keke. Wir könnten den Stein zu Keke verwandeln. Aber was kann Keke überhaupt? Ist die Frage. Verdammt jetzt Keke. Keke ist Push. Den können wir schieben, den können wir schubsen, mit dem können wir tun und lassen, was wir wollen. Den können wir auch zack umbringen. Aber wir brauchen zweimal die Hilfe von Keke. Also ist natürlich die Frage, was machen wir mit OnText? Keke OnText ist Rock? Oder Rock OnText ist Keke? Hm? Oder ist Push? Ist Push. Am besten wäre natürlich Keke on Water ist Push oder so. Aber sowas habe ich hier nicht. Sowas habe ich nicht. Sobald ich hier einmal durchgehe, komme ich dann nicht mehr weg. Weil Welt ist Schiff und dann komme ich nicht dran. Das ist hier die Schwierigkeit. Keke on Text ist Rock. Nee, das Ding ist, Keke muss ja Push sein. Text on Rock ist Push? Oder warte, ist vielleicht Keke? Ah, immer dran vorbei. Und dann schmeiße ich das Push drauf. Und es passiert rein gar nichts. Wunderbar. Macht das irgendeinen Unterschied, wenn Text Push ist?
wenn ich jetzt das Wort Kekel mitnehme und versuche, was wegzupushen, das funktioniert nicht. Also nein, macht keinen Unterschied. Hä? Ich hab's gerade nachgeschaut. Genau so hab ich's doch gemacht, oder nicht? Mit Text on dem Rock. Ich hab's doch genau so gemacht. Ich mach's jetzt nochmal. Also zumindest so, wie ich es gerade in der Lösung gesehen habe. Text on Rock is. Was? Was hab ich da? So, Text is Rock. Nee. Text on Rock is Push. Dann. Natürlich macht es andersrum extrem Sinn, weil Text on Rock macht natürlich gar keinen Sinn. Aber Rock on Text ist natürlich eine andere Welt. Also da reden wir über komplett zwei verschiedene Universen. Aber bevor ich das mache, sollte ich vielleicht erstmal den Stein dahin bewegen. Oh Mann. Nein, ich bin kein Stein. Okay. Also, aus irgendeinem Grund, Text on Rock. Also der Text ist auf dem Stein drauf. Das macht keinen Sinn. Aber Stein auf Text, was eigentlich falsch rum ist, aber laut Spiel richtig rum, das macht Sinn. So. Und jetzt nehmen wir das letzte Wort, was wir haben. Keke. Und jetzt haben wir gewonnen. Ja. Man braucht Keke selber nicht einmal. Yay! Also ich muss ganz ehrlich sagen, würde ich das Spiel privat spielen, ganz casually, wäre das Spiel ganz cool, aus dem simplen Grund, oh Gott, oh nein, aus dem simplen Grund, weil man braucht wirklich nur ein paar Level absolvieren, um so gesehen die Welt geschafft zu haben. Damit man diese großen Blumen bekommt. Ihr seht, jetzt kann ich ja theoretisch hier nach oben, die ja schon? Egal, guck ich mir danach an, oder? Tierschau? Auf jeden Fall finde ich das sehr, sehr gut an dem Spiel. Für das Let's Play möchte ich natürlich gerne alle Level zeigen und irgendwie auch zumindest versuchen es zu schaffen. Aber das Spiel ist wirklich ein bisschen. Ich mag Puzzle-Spiele, aber das Spiel ist wirklich ein bisschen zu schwer für mich. Aber das wisst ihr auch. Ja, komm, machen wir Geheimgarten. Machen wir das noch. Okay, was hat sich geändert? Geändert hat sich, dass das Wort Push da nicht mehr weggeht, dass wir da gar nichts mehr dran ändern können. Und das Skull ist Defeat. Und Skull on Kekel and Rock is weak. Ja. Okay. Rock. Das Push kann ich jetzt halt gar nicht mehr benutzen. Das ist da oben stuck. Rock on Text is. Okay, nee, Rock on Text. Nee, Rock on Text war richtig, oder? Ja, ich glaube, es war richtig rum. Rock on Text is. Keke. Aber da ist kein Text. Oh no. Oh no. Wait. Wartet einen Moment. Das ist noch machbar. Indem wir das so rum machen. Vielleicht? Huh. Achso, Text ist Kek, hab ich ausgesehen gemacht. Nee, das ist nicht ganz richtig, wie ich es wollte. Ups. Zu weit. Rock. On Text ist Keke. Genau, jetzt haben wir Keke. Hä? Aber er macht nichts. Was? Bro, wieso machst du nichts? What? Ha? Wie bitte? Okay. Ist das überhaupt so richtig?
Was könnte Push werden? Rock ist Keke. Keke ist... Nee. Rock on... Keke on... Nein. Boah, ich bin jetzt schon überfragt. Nee, ehrlich. Nee, wirklich, wirklich. Ha? Rock ist... Keke... Was ist, wenn ich Rockers Text mache? Zu welchem Text würde das dann werden? Oder macht er das nicht? Rockers Text. Ach so! Er wird dann einfach zur Textversion von was es eigentlich ist. Das ist lustig! Aber... Warte, hilft mir das? Hilft mir das irgendwie? Irgendwie nicht, oder? Irgendwie nicht. Wow, jetzt ist wieder kompliziert. Also, wir machen folgendermaßen. Text. Ah, warte, das muss erstmal weg. Den Rock nehme ich mit. Text on Rock wird zu Keke. Das war ein bisschen too much. Zack. Jetzt haben wir nämlich das on weggemacht und haben dafür Keke. Keke soll man pushen können. Herumpushen können. Das heißt, wir machen Keke ist Push. Wir schubsen ihn hier rein. Okay. Ich hätte irgendwo einen Fehler gemacht. Auf jeden Fall. Das wäre, genau, sofort wegmachen. Weil sonst geht der Stein nämlich weg. Wir brauchen den Stein noch. Okay. Genau. Wir haben das jetzt so gemacht, haben das sofort entfernt. Und jetzt ist Keke Push. Übrigens, die Lösung, die habe ich jetzt gerade nachgeschaut und die macht auch Sinn. Aber ich weiß nicht, wie lange ich dafür gebraucht hätte. Wahrscheinlich viel, viel zu lange. So. Jetzt wird Rock nochmal Push. Und wir pushen damit Keke weg. Den Dings weg. Totenkopf, genau. Aber Keke muss da auch noch mit rein. Also pushen wir Keke auch nochmal da rein. So, und jetzt kommt's. Und zwar genau in dieser Formation. Keke ist jetzt Text und Rock ist Push. Das heißt, statt dass wir irgendwie verzweifelt nach Keke ist Push und Rock ist Push suchen, machen wir Keke zu Text, weil Text ist immer Push. Und jetzt haben wir exakt das gleiche wie vorher. Nice! Also die Welt ist schwierig, aber bisher auch ganz gut. Oder was meint ihr? Wir haben, wenn ich das jetzt mal so einschätzen darf, circa die Hälfte schon durch. Ich meine, wir haben 5 Level gemacht. Ich sehe noch 5 Level. Bestimmt kommt noch mindestens ein extra Level. Safe. Und ja, ich hoffe, ihr seid gespannt, weil beim nächsten Mal möchte ich auch gerne nochmal nachschauen, was eigentlich die Dioscheue ist. Ich bin mal gespannt. Aber ihr seht, wir sind bald fertig. Es gibt nur noch hier Vulkanhöhe als Welt. Und die Kluft. Und halt hier unten. Ein der Auswege.